Hallo mein Lieben, hier habe ich ein Investitionsobjekt für euch, denn dieses Objekt kostet nur 38.000 Euro und ich denke mal auf 36 können wir runtergehen, aber mehr ist da denke ich mal nicht drin. Also 38.000 Euro kostet diese 3-Zimmer-Wohnung mit 110 Quadratmetern brutto, also mit Balkonen. Ein Balkon ist riesengroß, ihr habt zwei Balkone und man müsste ein bisschen Geld reinstecken und dann könnte man das Teil für 500, für 55 1000 könnte man das verkaufen. Hört mal zu, das ist, was wir hier sagen, das ist keine Abzocke von Kundschaft oder sowas. Nein, der Kunde kann das jetzt auch gerne von mir kaufen für 38 und wie gesagt, vor Ort können wir mit dem Hausbesitzer ein bisschen runterhandeln. 38.000 kann der Kunde auch selber gerne kaufen und selber herrichten. Also, was mache ich denn da bitte, was mache ich denn da falsch? Ich sage doch offen und ehrlich, was Sache ist. Versteht ihr? Wenn das jemand machen möchte, hat er den Gewinn. Punkt aus. Ja? Also, wer Lust hat, hier zeige ich euch mal ein paar andere Fotos. Diese Wohnung ist im ersten Stockwerk. Bitte vergisst alles, was da dabei ist. Das muss alles rausgeschmissen werden. Manche Stuckarbeiten würde ich sogar lassen. Und das Wohnzimmer ist schon riesengroß. Also, man kann hier wirklich viel draus machen. Schnappt euch die Wohnung. Das ist der Balkon auf der anderen Seite. Also, wie gesagt, erster Stockwerk. Und 200 Meter zum Strand. Und man hat in der Nähe noch einen Kinderspielplatz. Man hat einen Park vor der Tür. Also, da kann auch nicht gleich was hingebaut werden. Und das ist das zweite Klo. Das ist ein Alaturka-Klo. Das müssten wir, also, falls ihr es verkaufen wollt, umändern, entweder als Waschmaschinenraum oder als ein normales Klo hinmachen lassen oder vielleicht sogar ein zweites Bad, wenn man die Möglichkeit hat, etwas vergrößern. Also es gibt hier viel zu tun. Je mehr man reinsteckt, desto mehr kann man natürlich auch wieder rausholen. Na, das ist nicht wie bei den Frauen. Und hier haben wir den Riesenbalkon. Ihr seht den Kamingrill. Das ist ein Riesenbalkon und wenn man das anders mit Pflanzen und so weiter machen würde, also ich würde sogar sagen, das ist auch zum selber wohnen super, das ist super zum selber wohnen, ja. Neue Fenster, neue Türen, das kostet hier nicht viel, ja. Das kostet hier nicht viel. Ich kenne die Preise, ich weiß es. Ihr könnt selber überall an jedem Geschäft selber hingehen und nach den Preisen fragen. Und dann werdet ihr sehen, ich habe immer die günstigsten Preise. Auch bei Immobilien habe ich mit die günstigsten Preise. Das Zimmer ist ja auch okay, muss man halt alles rausschmeißen, ja. Also, wer Lust hat, 38.000 Euro. Die Küche ist in einem Extraraum auch noch und auch noch groß. Das heißt, da passt sogar noch ein Tisch mit Stühlen hin. Die haben halt hier, das ist halt gemietet und die stecken halt da nie Geld rein. Ja. Okay, meine Lieben, also wer Lust hat, meldet sich und schaut, das Schlafzimmer ist auch nicht unbedingt klein. Wer als Investitionsobjekt das Ganze sehen will, soll sich melden. Diese Wohnung ist schnell weg, also meldet euch so schnell wie möglich. Okay? Oder zum selber wohnen. Okay, 3 Zimmer, Bad und extra Toilette noch. 2 Balkone, eins davon riesengroß. Okay, meine Lieben, also wer Lust hat, meldet sich. Das war der kleine Balkon und hier ist der große Balkon. Bis zum nächsten Video.